Wer den Tänzerinnen der Gruppe Stepptanz Morim beim Training zuschaut, vergisst schnell, dass er sich hier in einem Ortsteil der kleinen Stadt Elsfleet befindet. Genauso gut könnte es ein irisches Dorf sein. Einmal pro Woche kommen die Tänzerinnen zum Training in die Eckfleter Turnhalle zusammen. Trainiert werden die Frauen von Daniela von Essen, die auch für die Choreografien zuständig ist. Die Rastederin tanzt auch bei der Irish Dance Company in Wilhelmshaven und bringt von dort immer frische Ideen mit. Auch die Choreografie, die die Gruppe derzeit einstudiert, stammt von der Irish Dance Company Wilhelmshaven. Die Geschwindigkeit der Tanzschritte ist die größte Schwierigkeit beim Stepptanz, sind sich die Mitglieder einig. Doch diese Schwierigkeit meistern die Mitglieder der Gruppe, die in diesem Jahr seit 10 Jahren besteht, mit Bravour.